Guten Tag, mein Name ist Hans-Peter Heeb. Das ist die Kurzfassung von einem rund 50-minütigen Vortrag über den Hintergrund, warum die Sozialkosten derart explodiert sind in den letzten 10 Jahren. Wer sich für das Thema vertieft interessiert und vor allem auch noch verschiedenste Belege zu dieser Entwicklung wünscht, dem rate ich zur Langfassung. Die Fassung hier geht etwa 10 Minuten, tut aber nur die wichtigsten Punkte beleuchten. Am Beispiel von Romanshorn, wo ich eine gute Zeitreihe habe, sieht man, dass die Sozialhilfekosten, also die gesetzlich-wirtschaftliche Hilfe, zwischen 2009 und 2018 richtiggehend explodiert ist, von einer halben fast auf 2,5 Millionen. Weitere Kostentreiber sind Prämienverbilligungen für Krankenkassen, auch dort ein massiver Anstieg. Und zudem noch Leute, die knapp keine Sozialhilfe brauchen, wenn sie krank sind, haben sie kein Geld für Franchise und Selbstbehalt. Und die Ausfälle dort, die müssen auch von den Gemeinden gezahlt werden, die Verlustscheine. Die sind aber kaum wieder einbringlich nachher, die Gelder. Weil die Leute die sind ja krank und knapp bei Kasse. Betroffen sind vor allem Zentrumsgemeinden. Man kann das schweizweit beobachten. Je grösser die Gemeinde, desto höher ist die Sozialhilfequote. Die dunklen Balken sind in den Gemeinden im Thurgau. Dort sieht es auch genau gleich aus, obwohl der Thurgau etwas weniger betroffen ist. Auf der rechten Seite sieht man das. Je grösser eine Gemeinde ist, desto höher die Sozialhilfekosten, wobei das von Gemeinde zu Gemeinde recht unterschiedlich ist. Aber vor allem die finanzschwachen Arbon, Romanshorn und Amriswil sind nicht nur von der Sozialhilfe, sondern auch bei der Prämienverbilligung und beim Krankenkasseninkasso unverhältnismäßig stark betroffen. Die Gemeinden sind mehrfach benachteiligt, wie schon gesagt, Sozialhilfe, Prämienverbilligung, Krankenkasseninkasso und die Leute zahlen ja auch keine Steuern. Im Ergebnis macht das für die Oberthurgau-Zentrumsgemeinden rund 20 zusätzliche Steuerprozente aus seit dem Jahr 2009. Woher kommt das Ganze? Das kann man ganz klar nachweisen, das geht zurück auf die IV-Rentenverweigerungspraxis. Wer keine IV-Rente mehr hat, landet entweder in der Sozialhilfe oder in sonst knappe Kasse. Im Thurgau hat man jährlich 190 bis 240 Renten nicht mehr gesprochen und 60 Renten, die bisher gesprochen waren, sind aufgehoben worden. Im Ergebnis also 250 bis 300 Renten. Genau gleich sieht man das auch abbildet auf die ganze Schweiz. Dort ist der Rückgang von 284'000 Renten insgesamt auf 248'000 Renten in einem Zeitraum, wo man aufgrund der wachsende Erwerbstätigkeit, vor allem von den älteren Personen, eigentlich eher einen Anstieg hat erwartet. Also statt 300 bis 310'000 IV-Rente haben wir nur noch 250'000 Rente. Das sind 50 bis 60 Personen, die keinen Platz haben auf dem ersten Arbeitsmarkt, die dort aus gesundheitlichen Gründen nicht unterkommen können, wo keine IV-Rente mehr bekommen und auch keine Rente aus der Pensionskasse. Relativ gut untersucht worden ist das von einer Psychiaterin, ist leider nur eine private Untersuchung, aber alle offiziellen Untersuchungen zeigen in die genau gleich Richtung. Leute, die eine Rente bekommen, sind teilweise im ersten Arbeitsmarkt oder in einer Behindertenwerkstatt sind die tätig. Oder wenn sie das nicht sind, weil sie zum Beispiel zu krank sind oder weil sie keine Stelle gefunden haben, überkommen sie Ergänzungsleistungen. Da braucht fast niemand Sozialhilfe. Die sind deckt. In der Sozialhilfe landen aber praktisch alle, die man die Rente weggenommen hat. Oder wo man nie Rente gesprochen hat. Bei denen, wo man nie Rente gesprochen hat, sind meistens noch Angehörige oder Bestehensvermögen oder Kredit oder ein Vorbezug von der Pensionskasse dafür verantwortlich,
dass die können Sozialhilfe vermeiden können. Nichtsdestotrotz sind die Leute aber knapp in Kasse und zahlen keine Steuern mehr und bekommen Prämienverbilligung. Das hat riesen Auswirkungen auf den öffentlichen Finanzhaushalt der Zentrumsgemeinde und der Kantone. Beim Kanton vor allem zu beachten ist noch der noch nicht besprochene Effekt auf die Ergänzungsleistungen. Die Leute, die vielleicht mit 50 die Rente weggenommen werden und dann ihr Vermögen aufbrauchen und die Pensionskasse aufbrauchen, die können sich dann mit 63 früh pensionieren lassen und haben nachher Ergänzungsleistungen zu gut. Während Jahrzehnten, weil die leben ja da etwa 20 bis 30 Jahre lang nach der Pensionierung. Und da muss der Kanton voll und ganz berappen. Das fällt aber heute noch nicht so auf, aber wird unsere Zukunft immer mehr beschäftigen, die Belastung. Wie ist es zu so einer Praxis gekommen? Eigentlich sind einmal gute Absichten dahinter gewesen. Im Kanton Luzern hat man mal über die Angestellte, die die Leute ins Erwerbsleben zurückgebracht hat. Das war auch erfolgreich, das Programm. Die Leute haben dann Arbeit gehabt, haben sich sogar teilweise durch das gesundheitlich erholt und haben nachher keine Rente gebraucht. Das funktioniert. Man hat dann aber aus böser Absicht genau das Umgekehrte gemacht. Man hat einfach die Rente weggenommen. In der Erwartung, dass sich dann die schon irgendwie durchschlönen, die Leute, und irgendwie dann vielleicht den Arbeitsmarkt finden. Gleichzeitig hat es auch eine richtig bösartige Verleumdung von Menschen mit Beeinträchtigung gegeben, mit der Behauptung, dass sie Gini-Invalide. Die Behauptung ist völlig falsch. Alle Untersuchungen zeigen das. Das sind keine Ski-Invalide, das sind Leute, die schlicht keinen Platz mehr haben im ersten Arbeitsmarkt. Mit entsprechenden Auswirkungen. Statt Einsparungen hat man also mehr Belastung gehabt, weil die Leute sind krank und generieren Krankheitskosten entsprechend. Und man hat auch einen gewissen Apparat aufgebaut zur Wiedereingliederung. Ein Apparat, der aber schlicht nicht funktionieren kann, weil die Prämisse hinter dem Ganzen ist schon falsch gewesen. Einfach die Leute aus der Rente kippen. Das Ziel müsste ja sein, die Leute in den Arbeitsmarkt hineinzubringen. Ja. Und durch das hat man jetzt eine riesen Kostenverlagerung auf Zentrumsgemeinden und auf Kantone, und die Kosten sind auch in der Zeit verlagert. Also das Schlimmste aus dieser ganzen Praxis steht uns noch bevor. Ja, warum korrigiert man das nicht? Es fehlt heute an der Bereitschaft zur Finanzierung von der IV auf der Pensionskasse und auch die Zuwa will sparen. Bei der IV fehlen etwa 1,5-2 Milliarden, die man dort wieder mehr reinbringen müsste, damit die Leute Rente hätten und sie könnten erholen. Das hat auch Auswirkungen auf die Pensionskasse. Sie können sich vorstellen, das ist ein rechter politischer Hosenlupf, die Finanzierung. Und dann, die Praxis kommt auch vom Sozialversicherungsgericht her, vom Eidgenössischen. Dort hat es Leute, die aus irgendwelchen Gründen eine extrem negative Einstellung haben gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen, die zum Beispiel sagen, Schmerzen sind überwindbar. Ich kenne nichts, wo dermassen leistungsreduzierend wirkt wie Schmerzen. Sei es jetzt, dass man sie aushaltet oder dass man Schmerzmittel nimmt, die ja auch wieder Nebenwirkungen haben. Für beides, ein Wechsel im Sozialversicherungsgericht und der Bereitschaft zur Finanzierung, braucht es einen Bruch mit der rechtsbürgerlichen Mehrheit im Nationalrat. Im Thurgau haben wir die einmalige Chance, bei den National- und Ständeratswahlen 2019 etwas gegen das Elend von Menschen mit Beeinträchtigung zu tun und dagegen zu arbeiten, dass Zentrumsgemeinden, vor allem die Finanzschwachen im Oberthurgau, dermassen mit Steuern belastet werden, aufgrund von diesen angestiegenen Sozialkosten. Im Nationalrat empfehle ich den Ueli Fisch und den Thomas Böhni, je zweimal auf die Liste zu tun,
Beide sind mit dem Thema vertraut. Und die GLP-Fraktion, wenn es darum geht, Gegensteuer zu geben, gegen die unsinnige Sparpraxis, ist sozusagen das Zünglein an der Waage, um da Politik wieder in die richtige Richtung zu bringen. Es würde mich natürlich auch freuen, auch wenn Sie mich eintragen würden. Ich habe zwar keine Wahlchance, weil ich auf einer Nebenliste bin, aber ein gutes persönliches Ergebnis würde mich freuen. Also jede Stimme für jemanden aus der GLP und den Ueli Fisch, den ich als sehr guten Typ und kompetenten Politiker kennengelernt habe. Doppelt drauf und ebenfalls der Thomas Böhni, der schon in Bern konnte, 4 Jahre lang Erfahrungen sammeln. Und für den Ständerat selbstverständlich den Ueli Fisch aufschreiben. Ein Unternehmer würde als Thurgauer Vertreter sehr gut tun. Vor allem ein Unternehmer wie er mit Weitblick und Umsicht. Gehen Sie nicht nur selber wählen, überzeugen Sie auch andere. Es ist wichtig, dass der Sitz von der SVP, der dritte Sitz, jetzt wieder in eine bürgerliche Hand kommt. Die Rechtsbürgerlichen haben die Sozialpolitik in der Schweiz an die Wand gefahren. Das müssen wir korrigieren. Danke.